Was habe ich da gehört? Game Master ist zurück? Das kann ja was werden, Freunde. Deswegen gibt es heute exklusiv ein interaktives Video, welches wir zusammen durchgehen werden, ja? Let's go! Okay, wir sind in einem Treppenhaus. Und wir müssen am Ende selber die Antwortmöglichkeiten auswählen, Freunde, ja? Okay, es wird geklingelt. Also die Flureinrichtung, das gibt's auch ein bisschen schöner, ne? Das sieht echt ein bisschen altertümlich und kacke aus. Egal, Joe. Er macht hier die Tür auf. Du müsstest der Praktikant sein, oder? Ja, ich bin's. Komm rein, komm schon rein. Okay. Okay. Hast du einen Plan? Es tut mir leid, dass es jetzt gleich so schon so stressig wird. Und zwar, komplette Planänderung. Okay. Der Game Master wurde entführt. Ich habe auch schon den Dr. Lein informiert. Du hast ja schon deine Kamera dabei. Ja. Super. Ich zeig dir mal ganz kurz, wir haben nämlich auch schon ein Video bekommen. Schau es dir mal ganz kurz an. Okay, Freunde, also, wir haben es gehört, Game Master wurde entführt. Wir gucken, ob das cool wird, das Video, oder ob das der totale Bullshit ist. Ja, und wir spielen den Praktikanten. Für was aber ein Praktikant? Keine Ahnung. Hallo, Comeback TV und Dr. Light. Jeffy hält mich hier im alten Bahnhofsgebäude gefangen. Okay. Er hat mich einfach niedergeschlagen. Ich konnte nichts dagegen tun. Ihr könnt mich nicht mehr retten, riskiert euer Leben nicht für mich. Lebt wohl. Du hast es jetzt gesehen, Game Master ist wirklich in Gefahr. Ich würde sagen, komm, wir gehen mal gleich zu Dr. Light. Der müsste auch schon an der U-Bahn-Station warten. Komm mit. Mach einfach die Tür hinter dir zu. Okay, wir müssen also Game Master retten. Ich habe gedacht, Game Master wäre böse. Eigentlich habe ich gar nicht so viel Ahnung von Game Master. Juckt auch nicht. Also wir müssen Game Master retten, weil Game Master wurde entführt im alten Bahnhofsgebäude. Komm. Ey, sorry für den komischen ersten Tag heute, ist bei uns echt nicht immer so. Nee, das ist ein ziemlich stressiger Tag als Praktikant, ja? Also ich wollte eigentlich nur den Kaffee machen, ein bisschen Papier zusammen tackern, ne? Aber dass ich hier direkt mit so Game Master Kram und hier jetzt auf eine Suche muss und ein altes verlassenes Bahnhofsgebäude gehen muss, damit habe ich jetzt ja wirklich nicht gerechnet. Ja, übrigens, wir müssen an der Messe aussteigen, merkt ihr das? Schreib's dir am besten auf, okay? Messe kann ich mir nicht merken, muss ich mir ausschreiben. Okay, Messe aussteigen, Freunde, merken wir uns. Mhm. Die Rolltreppe funktioniert nicht. Willkommen in Deutschland, ja? Haben einmal schon mal Rolltreppen funktioniert, so an öffentlichen Bahnhöfen und so? Okay. Boah, endlich sind wir eingestiegen. Nächster Halt Messe, aber wir sind nicht in Köln. Ich hatte gedacht Köln Messe, da wo auch die Gamescom und so stattfindet. Aber nein, ich glaube, wir sind in München oder so. Ich weiß es aber nicht genau. Zum Glück haben wir es erwischt, Doktor. Okay, vielleicht war es doch besser mit der Bahn zu fahren. Es ist die beste Idee mit der Bahn zu fahren, glaub mir. Okay, die nächste Station warum? Ist Messe. Taxi oder Uber wäre auch gegangen. Also warum ist jetzt Bahn die beste Möglichkeit? Okay. Oder aussteigen. Entscheide dich jetzt, aussteigen oder nicht aussteigen. Klick auf deine Antwort, müssen wir an der Haltestelle Messe aussteigen oder nicht aussteigen. Also es wurde ja gesagt, das ist da. Also natürlich steigen wir denn da auch aus, oder? Weil, warum sollten die lügen? Also das wird dumm, ja. In der Zeit wird Game Master noch getötet. Wir fragen natürlich auch die Jungs, beziehungsweise wer hat heute Bock? Ich. Fridolin, du hast Bock, okay. Dann hau raus, was sagst du, Fridolin? Aussteigen. Du sagst aussteigen. Ich wette meinen Polizeihelm. Was? Da verwettest du deinen Polizeihelm drauf? Ja. Na, das soll ja was bedeuten. Okay, Freunde. Wir steigen aus. Dann lass uns rausgehen. Okay, schnell raus. Komm mit. So, komm mit. Hier lang. Alles gut bei dir? Ja, alles gut. Ich habe mir mein Praktikum nur etwas anderes vorgestellt. Scheiße, ich habe mir den ersten Tag auch anders vorgestellt von dir. Aber gut. Ich hoffe, du hast nicht so viel Angst bei der ganzen Sache. Okay, Herr Doktor, wo gehst du hin? Ich weiß es nicht, aber ich würde mal vorschlagen, dass wir zwischen die Züge gehen, oder? Okay, zwischen die Züge? Warum als erst zwischen die Züge? Lass uns rübergehen, komm. Gehst du vor? Brauchst du Hilfe? Komm mit. Danke. Ja. Komm mit runter. Hier vielleicht auch noch drüber? Ja, lass uns auch noch rübergehen, da fühlst du ja noch gar nichts. Hä, wie cool ist das da? So ein alter, verlassener Bahnhof, wo sogar so alte Züge rumstehen. Also da wird doch aber bestimmt viel Unfug gemacht, oder? Komm mit rüber.
Krass. Komm mit, beeil dich. Komm schnell. Warte, sind hier gefangen? Wo sollen wir hin? Ich weiß es nicht. Lass uns mal ein Stück den Weg entlang laufen. Ja, würde ich auch sagen. Kommt mit. Ja. Komm. Also gefangen seid ihr jetzt eigentlich nicht. Ihr könnt einfach wieder zurückgehen. Das ist das Ende der Schienen. Weißt du, wo wir sind? Nein. Wo sind wir hier? Ich weiß es auch nicht. Fuck, aber hier muss doch irgendwo dieses Gebäude sein, oder? Ich glaube, es ist auf der linken Seite. Fuck, dann müssten wir ja hier unten durch, oder? Hier unten durch, Doktor? Bist du dir sicher? Ja. Unter die Gleise? Eigentlich relativ. Was denkst du? Boah, okay, die sollen jetzt unter die Gleise. Na wohl, das kann ja was werden. Da wird der Pulli aber wirklich sehr, sehr dreckig, ja? Hier unten durch. Ja. Na, komm mit. Na, runter da jetzt. Komm mit. So, schaffst du's? Ja. Komm mit runter. Hier ist die Halle. Okay, da ist die Halle auf jeden Fall. Komm. In der Game Master gefangen gehalten wird, ja? Gefangen. Das kann doch gar nicht sein. Das kann nicht sein, weil es ist total riesig. Sorry schon mal für den ersten komischen Tag heute. Ist bei uns nicht immer so. Nee. Kein Problem. Ein bisschen anders. Okay. Oh mein Gott. Da ist ein Eingang. Was denkst du? Sollen wir hier reingehen? Ja. Ja, safe. Safe. Achso, ist auch gar keine Entscheidungsmöglichkeit, aber safe, Mann. Normal, also wenn ihr jetzt schon vor dem Gebäude seid und nicht reingeht, also dann wäre auch sinnlose Mission, ja? Okay, dann gehen wir mal rein. Ja, ja, komm. Geh vor. Geh vor. Hey, wie cool ist aber dieses alte, verlassene Gebäude. Boah, jetzt gehen die da rechts. Siehst du irgendwas? Ja, ich sehe einiges. Warte, ich komm nach. Okay, eingebrochene Scheiben. Da unten waren gerade Wasserflasche und eine Colaflasche. Haben wir ja voll. Komm, auch. Komm. Was ist das hier? Das ist wie so eine Eingangshalle, oder? Lass nach oben gehen, Doktor. Ah, nee, lass lieber hier unten bleiben. Nicht, dass da oben irgendwas ist. Ich glaube, dass es sich oben irgendwo befindet. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er unten ist. Hä, wieso? Hier unten könnte er doch genauso gut sein. Aber genau das denkt ihr, dass wir uns erstmal unten umschauen. Ach, Mann, was denkst du? Nach oben oder hier unten bleiben? Okay, Freunde, jetzt müssen wir eine Entscheidung fällen. Unten bleiben oder oben? Also ich würde sagen, vom Gefühl würde ich unten bleiben. Obwohl die jetzt gerade gesagt haben, erst strategisch oben, weil die denken, Leute untersuchen erst unten. Aber ich habe irgendwie im Gefühl unten, weil auch die Flaschen unten standen und so. Und das muss schnell gehen. Das ist schon unten. Fridolin? Oben. Fridolin sagt oben. Na gut, da haben wir eine erste Meinungsverschiedenheit, Freunde. Wir machen ganz kurz die Grüße in diesem Video. Grüße gehen raus an die Magangs, an das Kanalmitglied Hanna Fushida, an FCN-Fan, an Bella Summer 123 und den ersten Kommentar im letzten Video hat BWT Kira geschrieben. Wenn du im nächsten Video auch Grüße werden willst, schreib einfach einen lieben Kommentar oder sei im nächsten Video der allererste Kommentar. Ich sage unten, dann machen ich wir auch unten. Hier unten bleiben. Okay, mhm. Dann geh du nach uns. Kamberg, geh vor. Okay, ich geh vor. Sag nicht, dass hier jetzt gleich irgendwas ist. Pass wirklich auf. Pass auf, das sind irgendwelche Türen hier und verschiedene Räume. Oh mein Gott, ist ja sowas von krank. Boah, immerhin drehen die das tagsüber, ja? Wenn die das der Nacht drehen würden, würde ich sterben. Komplett alle rausgerissen, die Türen. Nägel in der Wand. What the fuck? Was ist hier passiert? Ich weiß es nicht. Das ist wie so ein riesiges, verlassenes Gebäude, aber hier könnte ja überall Gamey drin sein. Gamey, eine Abkürzung, nicht Game Master, wir sagen nur noch Gamey. Okay, es wird Gamey gesucht. Moment ist das schon mal nicht, da sind die Türen rausgerissen. Scheiße. Oh, das ist riesig. Oh, krass, wie groß das hier alles ist. Mein Gott, das ist riesig. Da ist eine Treppe, Kammwerk. Aber was war das mal für ein Gebäude? War das mal eine Schule oder so? Ist schau das mal. Ich würde hier nicht hochgehen, Doktor. Wieso nicht? Ich würde erstmal mich wirklich unten erstmal umschauen. Ja, aber da könnte doch auch Gamey oben gefangen sein, oder nicht? Was sagst du dazu? Wollen wir hochgehen oder hier unten bleiben? Okay, ich würde sagen, auf jeden Fall nach oben gehen, weil, also dann haben wir genau die richtige Entscheidung. Also wenn wir zuerst durch nach oben gegangen wären, wäre halt falsche Richtung gewesen. Erst unten ein bisschen suchen, dann die geheime Treppe finden und jetzt nach oben, glaube ich. Fridolin, da lag ich, glaube ich, richtig und jetzt würde ich auch weiter nach oben gehen. Was sagst du, Fridolin? Oben. Auch nach oben, okay, natürlich. Wir gehen nach oben, Freunde. Wir gehen nach lass oben. Lass uns nach oben gehen. Okay, ich glaube, das ist die beste Idee. Ja, geh du mal vor. Okay, ich geh vor. Passt auf, da liegen schon wieder komplett komische Sachen hier oben. Mhm. Ich kann mich echt nur entschuldigen für den komischen ersten Tag. Oh mein Gott, die Wand ist ja komplett eingestürzt hier. Aber jetzt hast du dich aber auch zehnmal entschuldigt. Ja, das ist für den Praktikanten ein komischer erster Tag, aber wir haben es jetzt auch langsam verstanden. Boah, krass. Was ist denn da drin? Boah, ihr könnt es leider nicht sehen, es ist total angebrannt. Krass, aber ist das auch nicht so bei alten Gebäuden voll gefährlich, eine Treppe hochzugehen? Weil irgendwann werden die doch auch so morsch, dass auch irgendwann das obere, eine Etage oder die Treppe einbricht. Oder halt, also irgendwann wird das ja auch so ein bisschen morsch, oder nicht? Oh.
Alles gut bei dir? Sorry, ich musste gerade aufstoßen, Leute. Sorry. Okay, weiter. Es ist alles gut. Alles gut. Voll viele Räume. Fuck, hast du schon was gefunden? Nein. Es ist gar nichts hier. Nur zerbrochene Scheiben. Ey, Maggi wird auch langsam ungeduldig. Wir sind ja auch komplett eingeschlagen. Wer war hier? Du musst doch echt aufpassen. Pass da wirklich auf, Doktor. Ja, nicht, dass man sich schneidet oder so. Warum nennt ihn eigentlich die ganze Zeit Doktor? Warum heißt der Doktor? Ist er wirklich Doktor? Sowas. Oh mein Gott, okay. Achtung, scharf kann ich nicht schneiden. Danke. Messer, sagen, Schere, Gabel nicht, ist für kleine unten, Kinder nicht. Reingekommen sind. An den Korridor. Da war gar nicht Scherbe dabei, ne? Messer, Schere, Gabel, Licht, ja. Okay, das. Und Scherben sind für kleine Kinder nicht. Korridor. Und dann schauen wir, dass wir von da irgendwie nach oben kommen. Passt es auch für dich? Ja, perfekt. Dann gehen wir jetzt direkt wieder runter. Komm. Bleib nicht so weit von uns weg, ihr könnt hier überall dieser Jackie oder so warten. Oder halt okay, die gehen jetzt wieder runter? Ich muss mich irgendwo befinden, ich weiß ja nicht wo. Deswegen, lass uns wieder zum Haupteingang schauen. Oh, tut mir leid, ich glaube, du hast es dir ein bisschen anders vorgestellt bei uns. Wir oh nein, ist okay. Ich muss niesen, Leute. Ich muss niesen! Oh, ich muss eine Allergietablette nehmen. Alter, die Allergie schallert so rein. Oh, hier muss ich noch gleich eine Tablette kaufen. Nicht, dass ich das vergesse. Ganz wichtig. Oh, ich hab die krankeste Allergie auf diesem Planeten. Oh, ich war ganz kurz gerade vorm Niesen. Okay. Deswegen bleib immer bei uns. Bleib niemals alleine weg, ja? Immer schön bei uns bleiben. So, geh durch. Okay. Wir sind am Haupteingang angegangen. Komm mit. Also jetzt waren die am Haupteingang, jetzt gehen die doch wieder hoch? Hä? Hätte ich ja direkt hochgehen können. Voll unnötig. Okay, voll viel Zeit verschwendet, ja? Nicht so schnell, nicht so schnell. Wir kommen gleich. Ist die Wände komplett eingeschlagen hier? Alter, das sieht so krass hier aus. Oh, da ist ein Feuerlöscher. Ja. Krass, ja. Mach das lieber nicht, Doktor. Wieso? Vielleicht könnte es eine Falle sein. Normalerweise steht doch keine Feuerlöscher mitten im Raum rum. Ich weiß es nicht. Was soll das für eine Falle sein? Super, es wäre, vielleicht finden wir dadurch ja irgendwie Gamey, oder? Was sagst du? Ja, weiter Räume. Feuerlöscher? Benutzen oder nicht benutzen? Nee, den lassen wir lieber stehen. Den lassen wir safe stehen. Nein, Doktor, den lassen wir stehen, Freunde. Der sieht da wirklich sehr merkwürdig aus mitten im Raum. Ja, stimmt, du hast recht. Vielleicht. Ich hab Fridolin jetzt nicht gefragt, aber das macht nichts. Das wird mir Fridolin nicht drum nehmen. Doch. Was, du bist schon sauer? Ja. Sorry, Fridolin, nächste Entscheidung, dass du. Ja, weiter. Ist es ja irgendwas Exklusives oder so. Ich hab's dir auch gesagt. Benutzt es nicht. Lass uns lieber woanders schauen. Ja lass gut, gehen wir wieder schauen. Raus. Komm mit. Ich hoffe, dir gefällt es ein bisschen hier. Aber nein! In einem alten, verlassenen Gebäude, wo überall Scherben und wir nach irgendeinem Game Master gucken, ja, der entführt worden ist, in einem alten, verlassenen Bahnhofsgebäude. Nein! Da gefällt es mir zufällig nicht, vor allem, weil ich Praktikant bin. Hier ist ja noch eine Tür, Kamberg. Oh, nicht schon wieder eine Tür. Lass uns reinschauen. Kommst du mit? Ja, klar. Ja, dann geh du mal vor. Komm, geh vor. Das sind voll viele Räume wieder. Wir müssen uns aufteilen. Scheiße. Hier rein. Geh mal da vorne in den Raum, okay? Ich schau mich hier ein bisschen um. Das sieht alles so gruselig aus, diese ganzen Türen. Was ist das da hinten für ein Raum? Sieht so aus, als ob da Toiletten drin sind. Mhm. Hier sind die alten Toiletten. Ja, hier sind die Toiletten. Und jetzt zu Game Master da im Kacken. Plot Twist. Game Master hat ordentlich Dünnpfiff. Nein, okay, warte. Was war das? Doktor! Come back! Wo seid ihr? Doktor! Come back! Wo seid ihr? Ein bisschen mehr Elan beim Schreien. Ja, die sind hier nirgends mehr. Wurden die gerade entführt? Die sind weg, die Jungs. Vielleicht sind das Game Master und der Entführer, die beiden. Puh, geschafft. Aber was sind das hier für Geräusche? Die kommen von der Tür hier. Vielleicht sind das der Dr. Light und Comeback TV. Ja, da waren die noch gar nicht drin auf der Seite. Dr. Light! Seid ihr hier irgendwo? Seid ihr hier irgendwo? Also ich höre gar keine Angst in seiner Stimme. Und ich kriege gerade Schweißausbrüche. Erstens, weil es
30 Grad draußen sind, mir ist sehr warm. Und zweitens, weil Elmar die gerade ein bisschen anschiebt. Die Geräusche kommen aber aus diesem Raum. Soll ich den Geräuschen folgen oder so schnell wie möglich durch den Raum durchrennen? Was hat er gefragt? Okay, rennen oder nachschauen? Fridolin? Rennen. Rennen, würdest du sagen? Ja, weil gefährlich, ne? Du mit deinen kleinen Beinchen, Fridolin, seine Beine sind so lang. Also, ne, du könntest ja nicht rennen. Du müsstest ja nachschauen in real life. Aber wir machen ja ein interaktives Spiel hier. Okay. Okay, hier drinnen ist niemand. Und da vorne sehe ich ein wenig Licht. Dann jetzt so schnell wie möglich dahin. Okay, er rennt rüber. So, ich bin durch. Okay, hier. Boah, wie groß sind dieses Gebäude, ja? Jetzt geht es hier in andere Hallen. Oh, das sind Dr. Light und Comeback TV. Okay, die sind gefesselt da. Und gibt es auch verschiedene Wege? Oder, also gibt es auch Wege, wo man stirbt? Weil, wenn man auch sterben kann, dann sind wir bisher auf einem super Weg, ja? Aber vielleicht gibt es auch kürzere und einfach andere Wege. Da ist auch Jeffy. Was kann ich nur machen? Oh, stimmt, wir haben ja den Rucksack mit Hilfsmitteln. Ich hol die mal raus. Okay, die haben eine Gun dabei. Eine Nerf Gun. Was soll ich nehmen? Was soll ich jetzt nehmen? Die Nerf Blaster oder die Rauchbombe? Was ist denn das rechts? Nerf Blaster oder die Rauchbombe? Ich sag definitiv Rauchbombe. Mit Nerf Blaster wirst du nicht weit kommen. Fridolin? Rauchbombe. Rauchbombe, ne? Ja, nehmen wir. Nehmen wir. Rauchbombe, let's go. Ich glaube, die bessere Wahl. Noch kurz schütteln und los geht's. Funktioniert die echt? Ist das eine echte Rauchbombe? Der Rauchbombe. Da sieht er natürlich gar nichts. Okay, wir stellen uns einfach vor, als wenn das jetzt krass wäre. Okay, die ist echt ganz geil. Oha, okay, die knallt jetzt doch ordentlich rein. Okay, jetzt haben sie es. Oh mein Gott, Sam, komm mit! Oh mein Gott, es ist Jeffy mehr. Doch, das mit der Rauchbombe hat geklappt. Du bist der Beste. Oh, du bist der beste Praktikant überhaupt. Normal. Guck dir, Maggie weiß, wie er die Dinge angeht. Und Maggie weiß vor allem, wie man einen Führer in die Flucht schlägt, ja? Mit Rauchbomben, Leute. Oh, du hast Jeff die Killer vertrieben. Wie cool ist das? Beziehungsweise Fridolin, krass, auch Mann. Ein dicker Dank. Im Hintergrund steht ICU. Mit zwei Augen. Jungs, das solltet ihr euch vielleicht mal genauer angucken. Der Gamey ist noch nicht da. Hast du irgendwie einen Plan, wo er sich befinden könnte? Warte mal, da oben ist er. Oh mein Gott, da ist der Gamey! Boah, einfach entdeckt. Einfach Game Master entdeckt. Was? Du willst nicht mit hochkommen? Nein, nein. Wieso nicht? Ja gut, dann muss ich es oben im Handy mitfilmen. Der Gamey ist oben. Schnell. Schaffst du es hoch? Ich versuch's. Jetzt bloß kein Fahren lassen, das könnte wirklich eine mies sein. Mein Gott, Gamey! Mein Gott, schnell. Okay, der Praktikant ist jetzt doch mit hochgegangen. Nee, Game Master! Komm raus, Game Master, komm! Versuch's! Nee. Danke, dass ihr mich gerettet habt. Wie bist du hier reingekommen? Jeffy hat mich hier hingebracht. Das ist nicht dein Ernst. Der hat sich da oben einfach reingesperrt. Von wo kommt der raus? So, Freunde. Oh Gott, du warst in einer Maschine drin. Wer ist das da unten? Ja, das ist unser Praktikant. Der hat uns geholfen, dich zu retten. Alles gut. Ich würde sagen... Danke. Gamey, Dr. Light? So schnell wie es geht raus von hier! Ja, kommt mit! Ja, aber was ist jetzt mit der Entführer? Kommt jetzt der Entführer nochmal? Ja, das ist natürlich jetzt die Frage. Boah, das ist das ganze Gebäude, ja. Das ist wirklich ein alter Bahnhof oder so. Du hast es geschafft! Hä, was? Wir haben jedes Mal den richtigen Weg genommen. Also wirklich, ich kannte das Video 0,0. Kann man auch sterben in dem Spiel? Wir haben wirklich jedes Mal den richtigen Weg genommen. Fridolin, einklatschen! Jawohl! Not bad, würde ich sagen, ne? Würde ich, also, top.
Ich bin begeistert, Freunde. Ja, aber ich würde sagen, das reicht auch. Das war's mit diesem Video. Ja, wenn ich mehr von solchen Videos oder Game Master machen will, dann zeigt's mir mit einer Bewertung, schreibt's in die Kommentare. Und ja, dann sehen wir uns beim neuen Video. Hier könnt ihr mich auch abonnieren. Hier könnt ihr mein Insta abchecken. Hier seht ihr zwei andere coole Videos. Vielen Dank fürs Anschauen. Ciao, euer Maggi.